Ich muss dazu sagen, dass genau das mich eben am Spazieren fasziniert, dass es eigentlich nichts Spezielles ist und dass das eigentlich ganz viele Menschen machen. Man könnte das natürlich ein bisschen kritisch betrachten und könnte sagen, ich rede vom Spazieren, da steckt ja gar nichts dahinter. Du triffst einfach Leute und sprichst mit ihnen über das Leben, über die Gesellschaft, über die Politik, über die Kunst und es eröffnet sich ein Horizont. Aber jemand anders würde sagen, ich mache das ja auch. Ja. Ich gehe ja jeden Tag mit meinem Hund spazieren und ich spreche mit dem auch, nur gibt er keine Antwort. Was ist dann das Interdisziplinäre? Genau, was passiert da in deinem Projekt, in einem Kunstprojekt, das du spezifisch für dich da definierst, im Sinne der Grenzüberschreitung zwischen zwei Menschen? Ja, ich glaube, der Unterschied, also ich muss dazu vielleicht als erstes sagen, ich plage dich ein bisschen mit schwierigen Fragen. Ja, das ist gut. Ja. Ich muss dazu sagen, dass genau das mich eben am Spazieren fasziniert, dass es eigentlich nichts Spezielles ist und dass das eigentlich ganz viele Menschen machen. Aber ich glaube, es gibt dann in der Ausführung trotzdem einen wichtigen Unterschied. Und das ist dann die Frage, wie bewusst man das dann wirklich macht. Und das stelle ich fest, dass das, glaube ich, der ganz große Unterschied ist, dass man eben natürlich eben ganz viele Leute gehen spazieren und so weiter. Ich glaube, was man aber eben selten macht, ist, dass man das wirklich so bewusst sich vornimmt und sich eben dann auch diese Ungewissheit offen lässt, dass man dann eben nicht weiß, häufig kenne ich ja das Gegenüber gar noch nicht. Ich überlege mir auch im Voraus nicht groß irgendwelche Themen oder so. Und so diese Ungewissheit dann auszuhalten und eigentlich kein Ziel zu haben, ich glaube, und aber trotzdem dann das, was dann in dieser Zeit, wo man unterwegs ist, passiert, ganz bewusst zu beobachten, ich glaube, diese Kombination dieser Elemente, das macht eigentlich dann der Unterschied aus.